Wer immer der Mörder von Daniel Ugarra und den Hayes ist, der ist auch in Menschenhandel verwickelt. Deren Reaktion war, dich ins Visier zu nehmen. Wir müssen uns auch diesen Herrn ansehen. Graham Benson. Sie müssen Cassie sein. Wir haben beschlossen, dass Callum Dunwoodys Selbstmord weitere Nachforschungen rechtfertigt. Weil ich nicht mehr aufhören kann, an dich zu denken. Es sind noch andere Menschen in Gefahr. Die Tochter der Verrückten? Olivia? Ja, die sollten Sie zurechtweisen. Ich und Sassy und Daniel sind Blut. Deswegen gehe ich nirgendwo hin, bis ich sie finde. Nikki? Sie hat gesagt, dass sie Drohanrufe von einer Frau bekommen hat. Es könnte Andrea Doyle sein. Du bist nicht mein Boss. Im Ernst? Andrea Doyle wurde ins Verhörzimmer gebracht. Wir haben ein Telefon in ihrer Wohnung gefunden, Prepaid-Handy. Es ist schwer, in ihre E-Mails oder Nachrichten zu kommen. Es waren nur 3 SMS drauf, alle von einer verschlüsselten Nummer. Die Techniker versuchen, es zu knacken. Wenn sie es schaffen, haben wir einen direkten Draht zu den Menschenhändlern. Die Frage ist dann nur, wollen wir ihn nutzen? Das Lösegeld zahlen? Das ist irgendwie sehr riskant, Tosh. Wenn wir die anrufen und sie geraten in Panik, dann könnten sie beide Mädchen töten. Billy, warum machst du so ein Gesicht? Was gibt's? Rosie von den Wohnwagen hat gerade angerufen. Sie sagt, Jamie wurde von Olivia Lennox entführt. Herrgott, nochmal. Gut, Billy. Lass Rosie herholen. Ich möchte mit dir reden. Gib eine Beschreibung des Wagens über den Polizeifunk durch und sag den Beamten, sie sollen Ausschau nach ihm halten. Hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Ich rufe zurück. Olivia, hier ist Jimmy Paris. Bringen Sie Jamie Hayes sofort zu uns aufs Revier. So helfen Sie Ihrer Tochter nicht. Was ist passiert? Ich wusste nicht, dass sie so krank ist. Ehrlich nicht. Sonst hätte ich was getan. Sie wussten es und sie hätten sie retten können. Ach, jetzt halt den Mund. Ich muss sie hier wegschaffen. Lassen Sie sie in Ruhe, nicht anfassen! Schnauze! Sonst wirst du die Nächste! Hallo, Rosie. Haben Sie eine Idee, wohin Olivia ihn gebracht haben könnte? Nein, ich habe keine Ahnung. Welchen Eindruck machte sie auf Sie? Kann ich nicht sagen. Sie denken doch nicht, dass sie ihm was antut, oder? Ich meine, sie hat eine Schraube locker. Er kann sich doch nicht verteidigen. Nicht mit seinen Verletzungen. Oh nein, keine Sorge, Rosie. Sie will nur ihre Tochter wiederhaben. Aber wir werden sie schon bald finden.
Okay, das ist sehr wichtig. Denn wenn Sie mich jetzt belügen, dann wird sich alles ändern. Dann reden Sie doch mit Aaron McGuire. Ich steche nur die Tattoos. Nein, ich glaube Ihnen nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich nicht weiß. Dann sagen Sie mir, was Sie wissen. Und können Sie mich beschützen, wenn ich es tue? Vor wem denn? Wir sind nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt Leute da draußen, die ich noch nie getroffen habe. Aber die kennen mich. Und sie wissen, wo ich zu finden bin, wenn ich rede. Ich kann Ihnen aber nichts versprechen. Die Nummer des Handys, das wir in Ihrer Wohnung gefunden haben, war das McGuire's? Ja. Ist Sesi Ogara denn noch auf Shetland? Soweit ich weiß schon. Und das andere Mädchen, wie ist ihr Name? Nikki. Wo sind sie? McGuire hat wohl Panik gekriegt, nachdem ich festgenommen wurde. Er könnte überall sein. Nein, letzte Chance. Wo sind sie? Also die Adresse kenne ich nicht. Auf einer Karte kann ich sie Ihnen aber zeigen. Was hat McGuire denn jetzt eigentlich mit Sesi vor? Wenn die Familie nicht bezahlt und er sie nicht von der Insel schaffen kann, wird er sie töten. Und wie lange haben wir noch Zeit? Eher nur Stunden als Tage. Sandy, du gehst vorne rum. Los. Tausch sie unten nach. Es ist niemand hier unten. Ihr müsst euch was ansehen. Hinterm Haus.
Das ist Nikki. Schweine! Es ist auf dem Weg nach Westersgeld. Wer ist der Besitzer? Es ist registriert auf Hunter Holiday Rentals. Hunter, also wie Duncan? Ja, es ist eins seiner Ferienhäuser. Sagst du es ihm oder soll ich? Nein, schon gut. Ich sag es ihm. Chef, es gehört Duncan. Hast du ein Ferienhaus in Westersgeld? Das habe ich. Ei. Ist nicht gerade das Kronjuwel meines Imperiums, um ehrlich zu sein. Wer ist der Mieter? Niemand. Es steht schon eine halbe Ewigkeit leer. Es ist zu viel Arbeit nötig. Wer wusste von dem Leerstand? Mary und Joanne aus dem Büro. Sonst noch jemand? Nein, warum? Gibt's ein Problem? Wir haben eine Leiche auf dem Grundstück gefunden. Ein junges Mädchen, das im McBay Hotel gearbeitet hat. Wann bist du das letzte Mal dort gewesen? Ich weiß nicht, vor einem Monat. Und es war niemand dort? Nein, sag ich doch, jetzt zieh mich nicht so an, als ob du mir nicht glaubst. Nicht schon wieder. Hatte Graham Benson inzwischen Kontakt mit dir? Nein. Und wenn ich dein Handy checke, würde ich seine Nummer nicht darin finden? Ich weiß es nicht. Ich habe viele verpasste Anrufe. Ich schulde der halben Insel Geld, also gehe ich bloß noch ran, wenn ich weiß, wer anruft. Lass dich bloß nicht mit diesen Typen eindanken, sonst gnade dir Gott. Ich möchte alle Details zu dieser Immobilie und ich meine wirklich alle, heute noch. Die Bullen suchen auf der ganzen Insel nach uns. Straßen sperren. Und ich muss den Van loswerden. Wir haben Nikki hinterm Haus gefunden. Sie ist tot. Ist das alles? Nichts dazu zu sagen? Was ist nur los mit Ihnen? Eine junge Frau wurde gerade ermordet und ihre Leiche wurde einfach weggeworfen, als wäre sie ein Müllsack! Sie war krank. Krank inwiefern? Sie hatte eine Fehlgeburt auf dem Weg hierher. Sie hat sich nicht davon erholt und sie blutete stark. Konnten Sie keinen Arzt rufen? Das war zu gefährlich. Sie hätten sie in ein Krankenhaus bringen können. Sie hätten irgendwas tun können. Ich tat einfach, was ich tun sollte. Genau wie McGuire. Irgendwas Neues von Olivia und Jamie? Es ist ein blauer Suzuki gesehen worden auf dem Weg nach Norden. Will sie vielleicht auf die North Isles? Nein, dafür kennt Olivia Shetland nicht gut genug. Nichts zu sehen von ihr auf einer der Fähren zwischen den Inseln. Ich nehme an, sie parkt irgendwo. Tosch, fahr los und check das Gästehaus. Worauf? Nach allem, was darauf hindeuten könnte, wohin sie gefahren sind. Wie geht es dir vor diesem PIRC-Verhör, Sandy? Bist du bereit dafür? Ich fürchte, dass meine Beförderungschancen den Bach runtergehen. Falls ich nicht vorher wegen Fahrlässigkeit verklagt werde. Versuch dich nicht ablenken zu lassen. Wir haben es mit 4 Mordopfern und einem vermissten Mädchen zu tun. Hat sie sich nach den anderen Inseln erkundigt? Wie sie da hinkommt? Nein, sie ist mehr oder weniger für sich geblieben. Was ist mit dem Klo los? Es verstopft. Auch das Waschbecken. Es kommt jemand sich das ansehen. Miss Lennox hat das Klo im Erdgeschoss benutzt. Seit wann? Ein paar Tage. Thank you.
ist vielleicht die Mordwaffe. Es hat den Abfluss im hinteren Teil des Gästehauses verstopft. Hat Cora das schon gesehen? Ja, es wurde abgewischt. Keine Abdrücke, aber es gibt Blutspuren. Sie checkt gerade, ob es das Blut von Prentice oder Carla ist. Und es gibt noch etwas. Nachdem ich das gefunden hatte, gestand die Rezeptionistin, dass sie nicht ganz ehrlich war, als sie Olivia ein Alibi gab. Ich weiß. Sie wollte nicht, dass der Besitzer erfährt, dass sie nachts oft mit ihrem Freund in einem Gästezimmer war. Sie hat Olivia nicht gesehen, was bedeutet, wir wissen nicht, wann sie zu den Hayes gefahren ist. Okay. Es sieht aus, als würde Olivia Lennox Alibi für die Hayes-Morde nicht der Wahrheit entsprechen. Also müssen wir jetzt annehmen, dass sie vielleicht vorhat, Jamie Hayes was anzutun. Wir brauchen Straßensperren auf jeder Nord-Süd-Verbindung. Sag William Bray, wenn er Freiwillige einsetzen will, ist das in Ordnung für mich. Wir nehmen jeden, der uns helfen will. Ist gerade gekommen. Olivias Akte vom Wentworth Sozialamt. Als sie jung war, griff sie ihren Stiefbruder mit einem Messer an. Ich wollte dich mal nach der Arbeit auf den Bohrinseln fragen. Na, die Bezahlung ist gut. Willst du etwa anheuern? Naja, ich sollte wohl eine Weile verschwinden. Die haben eine Leiche gefunden auf einem meiner Grundstücke. Was? Wann ist denn das passiert? Heute Morgen. Das ist ja nicht zu fassen. Es ist irgendwie, als ob mir alles auf den Kopf fällt, als würde ich dringend eine Pause brauchen, weißt du? Aber denk nicht mal daran, Bohrarbeiter zu werden, denn das ist heftig. Vor allem in unserem Alter. Um ehrlich zu sein, möchte ich damit aufhören. Ich bin nur nicht sicher, ob ich Alice allein lassen sollte im Moment. So wie es aussieht. Nein. War Alice eigentlich oft bei Jimmy, als ich auf Yale war? Sie hat mal ein Buch vorbeigebracht. Und ein andermal? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, ich meine, das ist vielleicht wie mit den Kirschen aus Nachbarsgarten, aber das... Sie redet sehr oft über ihn. Tja, sie sind alte Freunde, weißt du? Ich weiß nicht, was ich tue, wenn sie mich verlässt. Wirklich nicht. Ach komm schon, es wird nicht passieren. Alice ist noch dabei, sich einzuleben, weißt du? Du bist es gewohnt, um herzuziehen. Das ist anders für sie. Ja, richtig. Vielleicht hast du ja recht. Danke für den Drink. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen. Hi. Viel Glück. Kann ich gut brauchen. Okay, hör zu. Niemand, ganz zu schweigen von mir, denkt, du warst nachlässig bei Callums Tod. Und wenn ich mit denen spreche, werde ich voll und ganz hinter dir stehen. Danke. Das bedeutet mir viel. Entschuldige, das solltest du unbedingt hören. Da war ein Kerl auf dem Fabrikgelände, der drohte Mr. Laird. Es ging ziemlich hitzig zu. Und irgendwie habe ich gedacht, ich würde ihn irgendwoher kennen, aber ich erinnere mich nicht, woher. Wie sah er aus? Naja, ziemlich groß, grauer Bart und irgendwie dunkle Augen. Ist er das? Ja, das ist er. Sehr gut.
Nicht vergessen, jede Ecke und jeder Winkel. Finden Sie das nicht ein bisschen unnötig? Sagen Sie mir, warum Sie Ihre Verbindung zu Aaron McGuire nie erwähnt haben, und dann entscheide ich selbst. Weil ich hier nicht einen einzigen kenne, der McGuire heißt. Vielleicht kannten Sie ihn aber als Paul Kiernan. Kiernan? Aber sicher, früher war ich öfter ein Trinken mit ihm im McBay Hotel. Ich habe gerade erfahren, man hat Säcke mit Lauge in der Garage von seinem Haus gefunden. Und ist das jetzt wichtig? Ach, wissen Sie was, ich habe dafür keine Zeit. Gavin Laird, ich verhafte Sie wegen des Verdachts, ein Verbrechen begangen zu haben. Sie werden jetzt mitkommen. Sofort. Was? Hier draußen ist nichts. Hören Sie, wir fahren im Kreis rum und das machen wir schon seit Stunden. Diese Straße führt nirgendwo hin. Was haben Sie vor? Stopp! Sie können da nicht hinfahren! Stopp! Bitte halten Sie an! Was haben Sie vor? Halten Sie an! Stopp! 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 Ah! Ah! Stopp! Stopp! Ah! 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 Du bleibst hier! Sag mir, wo meine Tochter ist. Ich habe ihr doch gesagt, ich weiß gar nichts. Oh Gott! Nur, dass Sie es wissen, die Staatsanwältin will, dass ich Sie anklage wegen Mord. Und ich glaube, sie hat recht. Wieso? Ich habe doch niemanden getötet. Industrielauge, von der wir Spuren auf Daniel O'Garas Leiche gefunden haben, befand sich in ihrem Besitz. Sie wurden auch mit Aaron McGuire gesehen, einem berüchtigten Menschenhändler. Die Lauge war schon da, als ich das Haus gekauft habe. Sie ist bereits seit Jahren dort. Und was ist mit McGuire? Warum haben Sie mit ihm geredet? Wenn Sie lügen wollen, sollten Sie etwas schneller denken als jetzt. Haben Sie für ihn gearbeitet oder er für Sie? Weder noch. Wir haben Überwachungsvideos von Ihrer Fabrik. Und wir haben Leute, die Lippen lesen können. Also finden wir raus, was Sie sagten. Er wollte sich einen von unseren Vans leihen. Ich habe angenommen, damit er die Insel unerkannt verlassen kann. Ich sagte ihm, das kann ich nicht tun. Und warum bat er Sie um Hilfe? Wir tun uns schon manchmal einen Gefallen. So läuft das hier, das wissen Sie. Und Sie dachten, das wäre nicht wichtig genug, um uns anzurufen? Ich hatte keine Lust, da reingezogen zu werden. Ich habe schon genug Probleme. Hat McGuire Daniel O'Gara getötet? Woher soll ich das denn wissen? Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Mr. O'Gara mich bedroht hat. Er sagte, er informiert die Behörden, dass ich illegale Arbeitskräfte beschäftige. Es sei denn, ich sage ihm, was ich über seine Schwester weiß. Und was wussten Sie? Gar nichts. Ich beschäftige keine illegalen Arbeitskräfte. Aber ich wusste, wenn jemand die Fabrik durchsucht, findet er die zweite Pipeline. Die Sie nicht benutzt haben, oder? Na, gut, ich habe diesbezüglich nicht die Wahrheit gesagt. Und warum sollten wir Ihnen jetzt Glauben schenken? Ich sagte nur zu ihm, er soll hier abhauen. Das ist alles. Ich habe ihm kein Haar gekrümmt. Jamies Auto wurde beobachtet auf dem Weg zu den Klippen von Ashenness. Was ich nicht verstehe. Warum suchst du eigentlich nicht nach den Mördern deiner Familie? So wie ich. Weil ich nicht weiß, wer sie getötet hat. Du versuchst es ja nicht mal, oder? Das lässt mich denken, du weißt was. Nein, ich weiß nichts. Wenn du mich noch einmal anlügst, fahre ich uns über den Rand dieser verdammten Klippe. Ich weiß es nicht. Bitte, bitte, ich weiß es nicht. Du hättest sie auch selbst umbringen können. Ich selbst? Wie kommen Sie darauf? Dann erzähl mir etwas anderes. Das kann ich nicht, denn ich weiß doch gar nichts. Du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, um mir zu sagen, wo meine Tochter ist, oder ich stürze uns beide darunter. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte. Das ist mir egal. Es interessiert mich nicht mehr. Nein, bitte!
Prentice hat beobachtet, wie Menschen hier in der Nähe ankamen. Er wusste, was McGuire getan hat. Er hat gesehen, wie man sie zum Hotel gebracht hat. Er sagte McGuire, er will Geld haben, damit er den Mund hält. Und mein Daniel? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es er selbst gesehen. Vielleicht wurde er deswegen getötet. Ich weiß es nicht. Olivia, ich weiß es wirklich nicht. Ziehen Sie die Handbremse an! Handbremse anziehen und den Motor abstellen! Sofort! Wenn ich es nicht schaffe, meine Tochter zu retten, dann sterbe ich am besten auch! Wir haben neue Informationen, Olivia. Wir sind nah dran. Wir sind ganz nah dran. Ich werde Ihre Tochter finden. Ich schwöre Ihnen, ich finde sie. Ich schwöre es. Du wärst im Haus. Nein, ich habe mich heute mit Duncan getroffen. Hatte ich dir gesagt? Ja, das hast du. Entschuldige. Ich hasse das. Was? Wenn du so dastehst und mich ansiehst. Könntest du mir dabei helfen, bitte? Ist es die Wahrheit? Ist was die Wahrheit? Das, was du für Paris empfindest? Lass dir so viel Zeit, wie du willst. Meine Gefühle für Jimmy sind so, wie sie schon immer waren. Ich habe euch zusammen gesehen, in der Bar. Er wollte meinen Rat für seinen Fall. Schon wieder? Wieso hilfst du ihm wirklich? Weil es richtig ist, das zu tun. Ich möchte nämlich ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Ist das nicht Sinn der Sache? Nicht, wenn es uns schadet. Ach, wenn es uns schadet? Ist das dein Ernst? Du bist nie hier, Chris. Ah. Selbst wenn das, was du denkst, wahr wäre, wer würde es mir verübeln? Du bist entweder auf Bohrinseln oder im Haus auf Jell. Ich versuche, eine Zukunft für uns aufzubauen. Indem du mir vorwirfst, ich hätte eine Affäre? So baust du eine Zukunft für uns? Du schaufelst nur ein Loch, um unsere Ehe zu beerdigen. Meine Leute sind überall herumgerannt und haben sie gesucht, obwohl sie ihre Tochter suchen sollten. Ist Ihnen das klar? Ich habe Ihre Sozialamtsakte gelesen. Oh. Als Ihre Mutter starb, da zogen Sie zu Ihrem Stiefvater und seinem Sohn. Und dort griffen Sie Ihren Stiefbruder mit einem Messer an. Wollen Sie mit mir darüber reden? Nein. Es gab bestimmt einen Grund. Das war in der Vergangenheit. Was hat das mit heute zu tun? Weil die Hayes mit einem Messer getötet wurden. Das hat es mit heute zu tun. Also ist das jetzt meine Lieblingswaffe, nicht wahr? Wissen Sie, Ihre Akte ist eine ganze Liste von selbstzerstörerischem Verhalten.
Sie gehen einfach auf alles und jeden los. Und das Einzige, was dabei fehlt, ist das Warum. Weil ich wütend war. Weil niemand mir geglaubt hat. Sie haben mich immer untereinander herumgereicht. So lange, bis ich irgendwann 11 Jahre alt war. Und dann sah das Sozialamt in mir nur jemanden, der schwanger wurde und Schwierigkeiten machte. Den war egal wieso. Das tut mir leid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jemals darüber hinwegkommt. Glücklicherweise müssen Sie es sich nur vorstellen. Also dachten Sie, dass das auch Daniel und Sesi einmal passieren könnte? Ich sah es kommen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe nichts lieben können. Abgesehen von den beiden. Und deswegen ließen Sie sie von den Sozialarbeitern mitnehmen, weil Sie sie beschützen wollten? Die sagt nicht, wer gewalttätig. Sie sagten, es gäbe einen Kreislauf des Missbrauchs, der durchbrochen werden müsste. Sie hatten recht damit. Ich meine, die Missbrauchten werden zu Missbrauchern, nicht? Nein. Das ist nicht immer der Fall. Ich meine, es ging mir nicht um mich, es ging mir nur darum, dass sie in Sicherheit sind, also also gab ich sie weg, um sie zu beschützen. Aber sie war nicht sicher. Ich dachte, wenn ich Sesi rette, würde ich damit aufhören, mich selbst zu hassen. Das werde ich nicht. Ich werde es nicht. Ich habe meinen Stiefbruder angegriffen, ja. Und das gebe ich zu, ich bin wirklich auf ihn losgegangen. Ja, das bin ich. Und zwar, weil ich meine Kinder beschützen wollte. Ich habe ihr Hayes allerdings nicht getötet. Doch wenn sie Daniel geschadet haben sollten, bin ich froh, dass sie tot sind, aber ich habe sie nicht getötet. Ich nicht. Wofür klagen wir sie an? Es gibt keine Anklage. Sie hat Jamie entführt. Ich weiß, es gibt keine Anklage. Okay. Alice. Chris weiß, was ich für dich empfinde. Er hat mich verlassen. Geht es dir gut? Tja, um ehrlich zu sein, bin ich erleichtert. Ich schlage vor, wir treffen uns später. Das wäre schön.
Bis dann. Alice. Weißt du, worauf du dich da einlässt? Ehrlich gesagt will ich nicht darüber reden. Vielleicht solltest du das. Ich will nicht der Typ sein, der eine Beziehung kaputt macht. Also nach meiner Erfahrung, wenn sie auch so für dich empfindet, war sie schon kaputt. Ich finde das ziemlich gut. Nein, es ist grauenhaft. Das hieße, wir haben zusammen 20. Aber ernsthaft, Level 340? Auf welchem sind wir? So 600 und noch was. Das glaube ich dir nicht. Lass mal sehen. Später, ich muss packen. Packen? Wo willst du hin? Ich werde hier nicht länger ausharren. Willst du es Jimmy sagen oder soll ich? Du weißt doch, was Jamie Olivia erzählt hat über die Ankünfte in Eswick. Ich habe die Personalakten von Claire McGuire's Agentur in Glasgow gecheckt und es gibt ein Muster. Neuankünfte zum selben Zeitpunkt jeden Monat. Was bedeutet, es gibt regelmäßige Ankünfte kurz davor, oder? Und das wäre dann wann? Ungefähr jetzt. Die haben vielleicht die Pipeline geschlossen, aber falls nicht, könnten wir dort auf sie warten. Gut, also fangen wir an, ja? Wir untersuchen heute Nachmittag die Ereignisse vor und nach dem Tod von Callum Dunwoody. Wie wir wissen, haben Sie eine Risikobewertung durchgeführt. Darf ich fragen, welchen Eindruck Mr. Dunwoody machte, bevor er in die Zelle gebracht wurde? Ich würde sagen, einen gefassten Eindruck. Hat er darum gebeten, jemanden zu sprechen? Seinen Anwalt zum Beispiel? Nein. Seine Frau? Hat er gesagt, sagen Sie ihr, ich liebe Sie? Soweit ich das erinnere, ja. Was dachten Sie, als er das sagte? Was genau meinen Sie? Bittet man Sie häufig, solche Nachrichten weiterzuleiten? Manchmal. Wenn jemand betrunken ist oder unter Stress steht. War Mr. Dunwoody denn betrunken? Nein. Hier kommt die Kavallerie. Nein, eigentlich will ich nur reden. Ich muss mein Leben weiterleben. Ich habe Vorlesungen und muss gewisse Dinge regeln. Dann gehen Sie zum Revier zurück und sagen, PC Kirksey soll herkommen. Ein paar Tage werden dich ja nicht umbringen, oder? Es ist meine Entscheidung, Dad. Nicht deine. Ich nehme die Fähre morgen. Keine Sorge. Ich lasse Sie so lange beschützen, bis das vorbei ist. Was ist mit dem nächsten Mal? Hast du schon über den Vorruhestand nachgedacht? Dodge City kann sich ja einen neuen Sheriff suchen. Ich sing dann Do Not Forsake Me, Oh My Darling, während du gemeinsam mit Alice in den Sonnenuntergang reitest. Was soll das jetzt wieder heißen? Chris hat mir einen Haufen Fragen gestellt über euch zwei. Ich sagte ihm, er müsse sich keine Sorgen machen, aber ich find's nicht richtig, ihn zu belügen. Und ich belüge ihn. Nicht wahr? Ich habe wirklich nicht erwartet, nochmal so tief für jemanden zu empfinden. Das hat mich überrascht, um ehrlich zu sein. Und was Cassie angeht, so bin ich mir mehr als bewusst, wie sehr sich mein Job auf ihr Leben auswirkt. Aber du bist sowas von unverschämt, Duncan. Ernsthaft. Nach allem, was du ihr zugemutet hast.
Du hast mehr als genug getan. Kann ich dich mal kurz sprechen? Entschuldige, Chris, ich habe keine Zeit. Ich würde nur gern wissen, was läuft zwischen dir und Alice? Also, da läuft gar nichts. Möchtest du es gern? Oh, ein Zögern. 2 Punkte für mich. Ich habe deine Frage beantwortet. Die Sache ist, ich will euch nicht im Weg stehen, wenn ihr zusammen sein wollt. Niemand will aus Mitleid genommen werden. Die Techniker haben Andreas' Handy geknackt. Rufen wir jetzt McGuire an? Du hast zwar gesagt, es wäre riskant, aber... Aber das war vor Nikki. Du entscheidest. Bist du dir da ganz sicher? Mm-mm. Olivia ruft ihn gleich morgen früh an. Sie verabreden Zeitpunkt und Treffpunkt und wenn McGuire eintrifft, schlagen wir zu. Und wenn er nicht anweist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Rona, denn mir gehen langsam die Ideen aus. Also wenn du eine bessere hast. Wenn Sessi weiß, wer dahinter steckt und wie er aussieht, warum sollte er sie freilassen? Ich denke nur, wenn die vorhätten, sie zu töten, dann wäre sie bereits tot. Entschuldige, ich bin spät dran. Schon in Ordnung. Sieh dir die Aussicht an. Ich könnte die ganze Nacht hier stehen. Ich kann nicht lange hier bleiben. Wir sind nah dran, Sessi zu finden, hoffe ich. Wisst ihr, wo sie ist? Nein, wir werden das Lösegeld bezahlen. Und wenn das funktioniert, und das ist ein großes Wenn, dann sollte sie morgen wieder in Sicherheit sein bei uns. Oh Gott, Jimmy, ich hoffe, ihr schafft es. Was ist mit dir? Es geht mir gut. Wirklich. Ich wusste schon vor der Hochzeit, dass es falsch ist. Ich dachte, es würde sich was ändern, wenn wir herziehen. Aber erst als wir uns wiedersahen, wurde mir klar, was es wäre. Etwas länger zu warten wird also nicht schaden. Doch, es wird wehtun. Solange ich weiß, dass du da bist. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich muss jetzt los. Ja. Hey. Wie lief denn die Befragung? Ich weiß es nicht. Vorwerfen können die dir nichts, Sandy. Keine Sorge. Ich meine, was erwarten die von uns, dass wir Gedanken lesen? Du kannst nicht gewinnen in diesem Job. Naja, mach dir keinen Kopf. Und schlaf ein bisschen. Denn wir müssen morgen den Laden schmeißen. Hi, entschuldige, ich komme zu spät. Das war aber nicht merkwürdig. Nein, es war selbstverständlich, nicht? Ich hab dir schon eins bestellt. Guter Mann. Ich wusste nicht, ob ich sollte. Dachte, es wirkt vielleicht anmaßend, als würdest du definitiv kommen. Hast du gedacht, ich würde nicht kommen? Wieso? Hast du überlegt, nicht zu kommen? Ach, bist du immer so selbstbewusst? Wie war die Arbeit? Höllisch, das hatte ich nötig. Und gleich noch eins. Ah, du suchst nach einem neuen Job? Ei, naja, es ist nicht viel los auf Shetland, also muss ich vielleicht wieder in den Süden. Ich könnte natürlich irgendeinen Job annehmen, aber ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Natürlich. Du bist ein IT-Kerl. IT-Kerle brauchen IT. Das liegt denen im Blut. Ja, genau. Mein Vater war in der IT. Und sein Vater vor ihm. Und sein Vater vor ihm. Die Schande, die das über die Familie bringen würde.
Sieh mal, die fröhlichen Tänzer. Wusstest du, dass sie das Nordlichttier so nennen? Ei, denn ich bin von hier, weißt du? Hör zu. Es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin todmüde. Wenn es das ist, was du denkst, kannst du es von mir aus auch sagen. Okay. Ich werde jetzt wieder reingehen. Wir sehen uns morgen. Bei jeder Gelegenheit putzt du mich runter. Ich meine, du machst das schon seit Jahren. Und dann hast du mich eines Verbrechens beschuldigt, das ich nie begehen würde. Du treibst einen Keil zwischen mich und Mary, zwischen mich und meinen Sohn, mich und meine Tochter. Ach, hör auf, du bist betrunken. Geh ins Bett und schlaf ein bisschen. Und jetzt tust du es schon wieder. Nur ist es diesmal... Es ist Menschenhandel. Tja, diese Leute benutzen dein Eigentum als Safe House. Oh, das hat dich bestimmt gefreut. Weißt du, dein Sohn will nichts von dir wissen, weil du nichts von ihm wissen wolltest. Und deine Frau erträgt nicht noch mehr Lügen. Und Cassie ist sicher nicht sehr mitfühlend. Aber ehrlich gesagt, was hast du erwartet? Alles wäre immer noch in Ordnung, wenn du mich nicht durch den Dreck gezogen hättest. Hier geht es aber nicht darum. Es geht darum, dass du es geschafft hast, jede gute Sache zu zerstören in deinem Leben. Es gibt Leute, die würden töten, um das zu haben, was du hast. Und ich bin einer von ihnen. Aber du hast es weggeworfen, mit einer Lüge nach der anderen. Wenn Sie soweit sind. Hallo, hier ist Sassys Mutter. Ich möchte bezahlen. Ich hab das Geld, und zwar Cash auf die Hand. Nur lassen Sie sie gehen, bitte. Ich sagte, ich habe das Geld. Woher haben Sie diese Nummer? Von Daniel. Sie war in seinen persönlichen Sachen. Ich rufe in 2 Minuten zurück. Er hat gesagt, er ruft mich zurück. Will er noch mit seinem Boss reden? Mal sehen. Vielleicht. Nein, lassen Sie uns abwarten. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Hallo? Es gibt einen leeren Stall in der Nähe von Toft. 10 Uhr. Bringen Sie das Geld mit. Kommen Sie allein. Ihre Tochter wird freigelassen. Ich verstehe.
Okay, aufpassen. Ein Fahrzeug kommt näher. Ja, das ist der Van. Moment, er hat gestoppt. Uns entdeckt. Vorwärts, vorwärts! Anhalten, oder? Sie ist nicht da drin. Der Krankenwagen ist unterwegs. Irgendjemand muss ihn gewarnt haben.
Ich brauche hier Hilfe! Ich verstehe nicht, warum sie nicht im Van war. Wo ist sie? Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Sie ist am Leben. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Er arbeitete für jemanden. Wenn wir diesen jemand finden, finden wir auch Sessi. Chef, wir müssen los. Es gibt einen Vorfall am Spiggy Beach. Was ist denn? Ist es Sessi? Es ist nicht Sessi. Wir müssen los. Sie wohl gezwungen, in einen Dinghy zu steigen. Ich kann nicht glauben, dass jemand das tut. Mitten auf der Nordsee. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Wer sind Sie? Ich meine, woher kommen Sie? Ich bin nicht sicher. Das dürfte nicht sein. Nein, dürfte es nicht. Duncan, was hast du hier eigentlich gemacht? Ich bin hier aufgewacht. Ich hatte keine Ahnung, dass mein Eigentum dazu benutzt wurde, um diese Menschen unterzubringen. Ehrlich nicht. Ich weiß. Ich weiß. Komm, bringen wir dich ins Warme. Vier Männer, tot durch Ertrinken. Sie haben da draußen keine 20 Minuten überlebt. Sonst noch was? Ein paar Blutergüsse. Vielleicht die Anzeichen eines Kampfes. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, drei kamen aus dem Nahen Osten und einer ist wohl afrikanischer Herkunft. Nigeria. Ich nehme an, die Schleuser waren auf dem Weg hierher. Als sie bemerkten, dass sie aufgeflogen sind, und dann hat man die hier auf dem Meer zurückgelassen. Und es gibt noch ein Problem. Wir haben möglicherweise ein Leck im Team und jemand gibt Informationen an die Schleuser weiter. Es fällt mir schwer, das zu glauben. McGuire wusste, es war eine Falle. Und das gab ihm Zeit, alles auf seinem Handy zu löschen. Wer hat noch gewusst, was ihr vorhabt? Alice. Ich hab's ihr erzählt. Nicht alles, aber genug. Hey. Hi. Ich muss dich etwas fragen. Was willst du wissen? Hast du vielleicht jemandem erzählt, was ich gesagt habe, dass Sessi heute vielleicht wieder bei uns in Sicherheit wäre? Hast du jemandem im Büro davon erzählt? Nein. Ich wusste, es wird um diesen Fall gehen, an dem du arbeitest.
Was ist mit Chris? Unsere Unterhaltung hat sich hauptsächlich darauf konzentriert, wie beschissen unsere Ehe ist. Wie geht es weiter? Er geht auf die Bohrinseln zurück. Er wird 14 Tage weg sein, was gut ist. Es gibt mir etwas Zeit, eine eigene Wohnung zu suchen. Ehrlich gesagt glaube ich, er ist glücklicher auf der Nordsee. Oder einer Bohrinsel in Angola. Dann ist er oft monatelang weg gewesen. Ich muss jetzt wieder zur Arbeit, Jimmy. Ist noch irgendwas? Ich habe gerade das Sicherheitsvideo der Überwachungskamera in Olivias Gästehaus erhalten. Am Tag nach dem Mord an den Hayes stopft jemand das Messer in den Abfluss. Wir haben es so weit wie möglich vergrößert. Das ist nicht Olivia. Sie war hier, in Gewahrsam. Vielleicht kriegt er es ja noch schärfer. Gut. Es wird dich jemand vom Personenschutz in Aberdeen erwarten, okay? Der wird mir doch nicht überall hin folgen, oder? Nein, du wirst nicht mal merken, dass er da ist. Obwohl dich PC Grant als Aufpasser ja nicht gestört hat, was gut ist, weil er dich begleiten wird. Was, hast du etwa gedacht, ich würde dich 14 Stunden allein lassen? Ach, das ist jetzt peinlich. Danke. Pass bitte auf Duncan auf, ja? Er macht mir Sorgen. Und viel Glück mit Alice. Ich halte dich auf dem Laufenden. Die wichtigste kriminelle Gang in Benin City ist die sogenannte Schwarze Axt. Sie steht in Verbindung mit der italienischen Mafia, russischen Gangs und der organisierten Kriminalität im UK. Und die liegen vorne beim Menschenhandel in Europa. Das ist ein kompliziertes Netzwerk und eine Nummer zu groß für uns. Okay, dann schick jetzt alles, was wir haben über diese armen Menschen an die Schleuserbekämpfungseinheit, denn die haben die Ressourcen, das bis zur Quelle zurückzuverfolgen. Und wir konzentrieren uns darauf, unser Haus in Ordnung zu halten. Die Staatsanwältin will ich sehen. Ich habe gerade erfahren, das PIRC hat der Assistant Chief Constable empfohlen, Sandy zu suspendieren. Das soll keine Schuldvermutung sein. Sie glauben nur, die Untersuchung könnte beeinträchtigt werden, wenn er nicht abgezogen wird. Das ist doch einfach lächerlich. Er hat getan, was jeder von uns getan hätte. Und da bist du sicher? Rona, ich brauche hier alle verfügbaren Leute. Jimmy, mir sind die Hände gebunden. Das hier kommt direkt von der Assistant Chief Constable. Du musst es ihm sagen. Ach, und ich muss es ihm jetzt sagen? Naja, ich nehme an, es könnte vielleicht ein paar Stunden lang zu einer Kommunikationsstörung kommen. Das wird ihm gefallen. Ist alles in Ordnung? Ich bin offiziell arbeitslos. Und was war's, worüber du mit mir sprechen willst? Ich habe gerade etwas gesehen. Laird schreddert irgendwas. Und du weißt ja, unsere Bilanz wird überprüft und ich fand das etwas merkwürdig. Also habe ich versucht, es wieder zusammenzusetzen, um es lesen zu können. Sieht aus, als hättest du es gerade hochgewirkt. Ich bin besser mit Computern als mit Klebeband. Jedenfalls ist das eine Rechnung für Beratungen, die nicht in unserer Bilanz zu finden ist. Also ging ich unsere Konten durch und ich weiß, wir haben neue Mitarbeiter seit ein paar Monaten. Aber ich kann deren Löhne nicht finden. Und diese Rechnungen entsprechen genau dem Betrag, den sie hätten bekommen müssen.
Also sind die Arbeiter schwarz bezahlt worden? Ich bin nicht sicher, ob sie überhaupt bezahlt wurden. Wie war der Name der Firma? Hattest du Glück, Sandy? Die Person, die das Messer da versteckt hat, taucht die ganze Nacht über nirgendwo anders in unserer Videoüberwachung auf. Ich habe etwas. Ich war gerade in der Fabrik bei Donny. Er hat rausgefunden, dass Laird heimlich eine Firma namens Northland Shetlands Limited bezahlt hat. Er dachte, mit diesem Geld sollten angestellte Arbeitskräfte bezahlt werden, also habe ich bei der Firma nachgefragt. Northlands ist registriert auf den Namen Alice Brooks. Leg die Überwachungsvideos vorläufig auf Eis und überprüf den Status von Alice und Chris Brooks. Von beiden? Ei, von beiden. Duncan? Wir sollten reden. Das Möbelgeschäft, das Chris in Glasgow gehört hat, das hat dieselbe Adresse wie Andrea Doyles Tattoo-Salon. Wir waren im selben Gebäude. Im Gebäude, das Benson gekauft und dann die Miete erhöht hat? Ja. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Chris, Andrea und Benson. Das heißt nicht, dass ich Chris dessen bewusst war. Sandy, ruft die Bohrinsel an, wo er arbeitet, und rede mit dem Manager. Hast du noch irgendwas? Er verließ das Militär 2009, gründete sein Geschäft 2013 und dazwischen arbeitete er auf verschiedenen Ölfeldern. Ja, Angola, ich weiß. Nein, Nigeria. Du sagst, er arbeitet in Angola? Ja. Tiefseebohrinseln, offshore. Und was ist mit Nigeria? Ich habe nie was von Nigeria gesagt. Das ist neu. Das betretene Schweigen. Sowas hatten wir bisher noch nie. Was weißt du über eine Firma, die Northlands heißt? Gar nichts. Ihr habt keine Aktiengesellschaft gegründet unter diesem Namen? Nein. Wie lange kanntest du Chris, bevor ihr geheiratet habt? Etwa ein Jahr. Und da hatte er dieses Möbelgeschäft? So haben wir uns kennengelernt. Er verkaufte mir einen alten Toilettenrollenhalter. Nicht sehr romantisch, aber nah dran. Das weißt du doch alles. Ja, ich versuche nur, mir über ein paar Dinge klar zu werden. Wieso? Die Person, die Chris aus dem Geschäft gedrängt hat, heißt Graham Benson und der ist eine Person von Interesse an dem Fall, an dem ich arbeite. Also deswegen verhörst du mich? Gibst aber vor, es nicht zu tun. Ich gebe nichts vor, Alice. Ich will nur alles wissen, was du über Chris weißt. Er war sehr oft in Nigeria, bevor er dich traf, nicht in Angola. Er hat dich angelogen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Vielleicht kannst du dich nicht irren, denn ich muss heute noch Sesi Ogara finden. Chris wäre nie beteiligt am Menschenhandel, Jimmy. Auf keinen Fall. Und wenn er es wäre, würde ich es wissen. Die Fischfabrik. Hat einer auf deinen Namen registrierten Aktiengesellschaft Geld bezahlt, das den dortigen Arbeitnehmern ausgezahlt werden soll. Also wenn du sie nicht gegründet hast, dann war es Chris. Und wenn Chris ein Verbrechen begangen hat und der ermittelnde Beamte was mit seiner Frau hätte, würde ihm das in die Hände spielen. Und es würde damit seine Verurteilung erschweren. Denkst du etwa, das ist es, was hier vorgeht? Dass ich versuche, dich zu kompromittieren? Nein.
Ganz sicher, Jimmy. Denn mir ist wichtig, dass du dir sicher bist. Ich bin sicher. Aber nicht bei deinem Ehemann. Dann redest du besser mit ihm. Ich habe zu arbeiten. Wie lange warst du in Nigeria? Das müssen 3 Jahre gewesen sein. Alice glaubt, es war in Angola, offshore. Nein, es war im Niger-Delta. Merkwürdig, dass sie sowas Spezielles wie Tiefseebohrinseln erwähnt hat, oder? Nein, vielleicht hatten wir drüber geredet. Ich dachte sogar mal daran, dort zu arbeiten. Warst du schon mal in Benin City? Ja, da war ich. Ich nehme an, dass du da viele Leute kennengelernt und Kontakte geknüpft hast. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich kann nicht glauben, dass du denkst, ich habe mit all dem was zu tun. Chris, ich kann doch nicht ignorieren, dass du eine Verbindung zu dem vermissten Mädchen, dem Land, aus dem sie kommt, und den Menschen hast, deren Geisel sie war. Du kannst alles mit jedem verbinden, wenn du es darauf anlegst. Du versuchst doch nicht, mich zu ruinieren, um mir meine Frau wegzunehmen, oder? Denn mein Anwalt wäre nämlich sehr interessiert, von eurer Beziehung zu hören. Du brauchst einen Anwalt? Natürlich, wenn ich es mit einem Bullen zu tun habe, der meine Frau flachlegt. Vielleicht sollte ich ja das Verhör weiterführen. Denn sein Anwalt nimmt nämlich dich und Alice auseinander. Tosh. Ein Alice und ich gibt es nicht. Er spielt Spielchen mit uns. Das ist alles. Vertrau mir. Okay. Ich sprach gerade mit dem Manager von Brand Alpha. Laut seinen Akten gibt es keinen Chris Brooks auf seiner Anlage. Noch nie. Wo immer er jeden Monat 2 Wochen lang hinfährt, es ist nicht die Nordsee. Also, wenn Sie nicht auf Alpha oder einer anderen Bohrinsel im Brent-Ölfeld waren, wo waren Sie dann? Das ist keine schwere Frage, Chris. Ich war im Haus auf Yell und versuchte, es in Ordnung zu bringen. Und warum hast du Alice gesagt, du arbeitest? Ich habe es nicht übers Herz gebracht, zuzugeben, dass der Kauf des Hauses ein Fehler war. Es fällt auseinander. Trockenfäule. Also habe ich mir Geld geliehen, um es reparieren zu können. Und du hast das Alice nicht erzählt? Nein, sie würde ausflippen, wenn sie von dem anderen Kredit wüsste. Wir brauchen die Details des Kredits zur Bestätigung ihrer Geschichte. Ei. Was ist mit dem Geld von Gavin Laird? Was meinst du? Northlands. Das war nur für die Arbeit, die ich bei ihm gemacht hatte. Und ich schrieb die Rechnung auf Alice, um Steuern zu vermeiden. Das ist ziemlich viel Geld. War das nicht für die Lieferung von Sklavenarbeitern? Nein, das war's nicht. Ich beantworte keine weiteren Fragen. Das ist unverschämt. Schlicht und einfach. Er wird wohl nicht der Geschäftsmann des Jahres, aber er könnte die Wahrheit sagen. Ich kauf's ihm nicht ab. Er hätte ihr den Zustand des Hauses nicht verheimlichen müssen. Ich werde mir das selbst ansehen. Gib mir 1 Stunde. Und dann lass ihn gehen. Aber Sandy soll ihm folgen. Sie dürfen gehen.
Sandy. Chris Brooks ist in the lounge. Okay, aber behalt ihn im Auge. Ich rufe an, wenn ich etwas finde. Okay. Sassy. 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 Ist ja gut. Ist ja gut. Du bist in Sicherheit. Ich bin Polizist. Ich bin Polizist. Ich habe nach dir gesucht. Du bist in Sicherheit. Okay? Du bist sicher. Augenblick, ja? Ich habe sie. Sie ist am Leben. Sandy, verhafte Chris Brooks. Mach ich. Ich brauche Verstärkung in the lounge, sofort. Oh, Scheiße.
Ich ging in Lagos zur Schule. Die amerikanische Schule. Ich war glücklich dort. Aber mein Vater war tot. Und mein Bruder und ich, wir konnten so nicht überleben. Es gab einen Mann in meiner Kirche, der sagte, er könnte mit mir nach Paris gehen und mir einen Job verschaffen. Bei seiner Schwester in einem Restaurant. Gute Bezahlung. Also entschied ich zu gehen. Aber mein Bruder wollte nicht, dass ich gehe. Ich wurde nach Benin City gebracht. Und dort wurde mir gesagt, ich würde verkauft werden auf einem Markt. Wie eine Sklavin. Dann hat ein Europäer mich gekauft. Und er sagte mir, alles würde gut werden. Aber er nahm mir meinen Pass weg und meine Papiere. Ist das der Mann? Das war nicht der Mann, der mich gekauft hat. Der war hier, als wir an Land gingen. War es dieser Mann? Ja, das ist er. Ich versuchte, meinem Bruder Nachrichten zu hinterlassen, überall, wo ich konnte. Spuren zu hinterlassen, denen er folgen konnte. Aber die hat er wohl nicht gesehen. Doch, ich denke, das hat er. Er kam hierher und versuchte, dich zu finden. Ist er jetzt hier? Kann ich mit ihm sprechen? Es tut mir sehr leid, Ceci. Ich habe schlimme Nachrichten über deinen Bruder. Daniel ist tot. Er wurde getötet, weil er wohl zu viele Fragen gestellt hat. Und ich denke, dadurch machte er die Menschenhändler nervös. Das ist meine Schuld. Ich hätte auf ihn hören sollen. Nein, nein. Nichts davon ist deine Schuld. Bitte, denk nicht so etwas. Es gibt hier noch jemanden, der dich sehen will. Es ist deine Mutter. Also, würdest du sie gern sehen? Nein. Okay, das ist okay, ist okay. Also, wir können organisieren, dass du heute irgendwo übernachten kannst, wo du in Sicherheit bist. Hier. Ich möchte hier schlafen. Schickt Chris Brooks Foto raus zu den Fährhäfen und nach Sumburg. Niemand geht nach Hause, bis wir ihn finden. Und dann bring Alice Brooks her zur Vernehmung. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Olivia, es tut mir leid. Ceci will sie jetzt nicht sehen. Noch nicht. Ich würde gern mit ihr reden. Das weiß ich, nur sie hat Unglaubliches durchgemacht. Aber sie haben sie zurück. Das ist doch das Wichtigste, oder nicht? Und jetzt haben sie die Chance, alles wieder gut zu machen. Und darum müssen sie ihr noch Zeit geben. Chris hat nicht auf Bohrinseln gearbeitet. Er hat Menschenhandel betrieben, und zwar durch seine Kontakte in Nigeria. Das ergibt alles keinen Sinn.
musst dich irgendwie irren. Es tut mir leid. Ich könnte niemals etwas empfinden für einen Mann wie diesen. Soll das heißen, er hat Daniel und die anderen getötet? Das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, er war daran beteiligt. Hast du es gewusst? Oh, Jimmy. Nein. Weißt du, wo er jetzt ist? Dann würde ich es dir sagen. Wenn er Kontakt zu dir aufnimmt, kannst du mich anrufen? Machst du das? Du hast einen Besucher. Hallo. Oh, hey. Hast du immer noch Lust, was essen zu gehen? Hühnchen oder Scampi? Entweder oder. Also sag nicht, ich verwöhne dich nicht. Ach. Tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe nämlich heute Nachtdienst. Ach, ist nicht so wild. Ich muss sowieso noch packen. Wann fährst du denn? Schon morgen. Es bringt nichts, es noch weiter aufzuschieben. Hier hält mich sowieso nichts mehr. Nein, genau. Den Eindruck habe ich auch. Ei. Entschuldige, ich... Ja, okay, alles klar. Ich lass dich in Ruhe. Oh, verstehe. Hast du was von Chris gehört? Nein, wieso? Hat er ein Problem? Ich muss ihn dringend finden. Also wenn du eine Ahnung hast, wo er vielleicht steckt, dann sag es mir. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Was machst du? Ich kann nicht aufhören, an diese Menschen am Strand zu denken. Wie verzweifelt sie ein besseres Leben haben wollten. Ich hatte es und du hast recht. Ich habe es weggeworfen. Also, verkaufe ich. Und nehme einen Szenenwechsel vor. Ist das deine Idee oder Graham Bensons? Dein Buchhalter hat dich ziemlich schlecht beraten, Duncan. Er arbeitet für Benson. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es. Er sabotiert Geschäfte und taucht dann auf, um sie zu retten. Du wurdest getäuscht. Tosh. Wir haben gehört, dass Chris Brooks unten am Hafen ist, in der Nähe von Callums Boot. Er wird versuchen, die Insel zu verlassen. Ich bin in der Nähe und gehe jetzt dahin. Suchst du nach mir? Ich kann nicht zulassen, dass du mit dem Boot rausfährst, das weißt du, nicht? Oh, also verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis? Ja, das hoffe ich. Das wird nicht passieren. Ich möchte, dass du eins weißt. Ich liebe meine Frau. Mehr, als du es dir je vorstellen kannst. Warum hat es dich dann so für sie gefreut, dass sie eine Affäre hat? Denkst du etwa, ich wollte, dass ihr zwei wieder zusammen seid? Ich habe einfach nur die Situation ausgenutzt. Ich habe deine Ehe nicht kaputt gemacht, Chris. Du hast sie zerstört, als du zum Menschenhändler geworden bist. Und Daniel O'Gara getötet hast. Das war seine eigene Schuld.
Ich gab ihm die Chance, seine Schwester wiederzukriegen, aber er wollte nicht bezahlen. Das liegt aber daran, dass sie kein Gebrauchtwagen ist. Niemand hätte sterben sollen. Niemand! Du hättest Sessi Ogara ersticken lassen. Und was ist mit Nikki und den Männern, die bei uns am Strand angespült wurden? Hatten die ihr Verfallsdatum überschritten? Hä? Ich wollte nie in all das verwickelt werden. Ich ging bloß nach Benin City, um zu arbeiten und hab mich verschuldet. Bei diesen örtlichen Geschäftsmännern. Die sagten, ich soll eine Pipeline-Route ins Vereinigte Königreich schaffen, sonst töten die mich. Du kennst diese Typen nicht. Ich hatte einfach keine Wahl. Doch, hattest du. Du scheinheiliges Arschloch, du schwingst dich selbst zum Richter auf. Weißt du was? Ich werde mit Glanz und Gloria abtreten und dich mitnehmen. Warum nicht? Mal sehen, was Alice davon hält. Na schön, dann komm schon her. Was ist mit dir? Ach, du hast das wohl noch nie gemacht, oder? Hat McGuire die Drecksarbeit für dich erledigt? Hast du ihn auch dazu gebracht, die Leiche zu zerstückeln? Und dann Carla und Prentice Hayes zu töten, weil die versucht haben, dich zu erpressen? Denn du hattest nicht den Mumm dazu, oder? Und du hast den Mumm dazu immer noch nicht. Fallen lassen. Du bist nicht so schlau, wie du denkst, Paris. Ich hatte nichts zu tun mit Prentice und Carla Hayes. Gar nichts. Der wird jetzt weggesperrt. Führen Sie ihn ab. Er hat uns im Prinzip alles verraten. Er knüpfte die Kontakte, brachte die Menschen her. Manche kamen zu Laird in die Fischfabrik, die meisten zu Claire McGuire, die sie vermittelte durch ihre Agentur in Glasgow. Aber Benson war nicht beteiligt. Klagen Sie alle drei an. Chris Brooks, Claire McGuire und Gavin Laird. Wegen Menschenhandel, Entführung und Mord. Das volle Programm. Was ist denn? Ist ganz hervorragend. Irgendwie. Nur zu wissen, dass die Typen, die dahinter stecken, noch am Start sind, das macht mir zu schaffen und ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was ist mit den Hayes? Er behauptet, er hätte nichts zu tun mit ihrer Ermordung. Ach, wer hätte denn sonst ein Motiv, sie zu ermorden? Rona, wir haben gar kein Motiv. Alles, was wir haben, ist die Mordwaffe. Tosh, diese ganzen Überwachungsvideos, die du gecheckt hast vom Gästehaus. Darauf haben wir nur nach Olivia gesucht, nicht? Mhm. Ist es möglich, dass wir da jemanden übersehen haben? Soll ich noch mal alles durchchecken? Hm. Deine Instinkte wegen Laird waren spitze. Nur, das macht mir keine Freude. Versuch die Kamera am Market Cross. Oh, die hatten wir schon. Da war aber niemand mit einem Hoodie. Nur eine Gruppe von Mädchen. Warte mal. Ist das auch eine Gruppe? Das letzte Mädchen, gehört sie zu denen? Hat es die letzte Nacht gefallen?
Also wir haben den Mann, der hinter dem Menschenhandel steckt. Er hat gestanden, den Mord an Daniel O'Gara angeordnet zu haben. Aber er behauptet, er war nicht verantwortlich für den Tod von Carla oder Prentice. Und Sie glauben ihm? Das tue ich. Und daher habe ich darüber nachgedacht, wer noch ein Motiv hatte, sie zu töten. Abgesehen von den Schleusern und ehrlich gesagt fiel mir niemand ein. Abgesehen von Ihnen. Mir? Wovon reden Sie überhaupt? Es ist sinnlos zu leugnen. Wir wissen, dass Sie die Mordwaffe im Gästehaus versteckt haben, damit wir denken, es war Olivia Lennox, die Carla und Prentice getötet hat. Und ich weiß, das hat nicht zu bedeuten, dass Sie sie getötet haben, denn Sie hätten Jamie ja auch beschützen können. Aber die Sache ist die, Rosie. Dass mir klar wurde, ich war da, als Sie die Idee hatten. Ich habe Sie sogar darauf gebracht, als ich Ihnen sagte, dass Prentice unter Verdacht steht. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Doch, wissen Sie, er ist in ein Verbrechen verwickelt, jemand tötet ihn aus Rache, alle denken, dass das zusammenhängt. Und niemand, absolut niemand, würde Sie verdächtigen. Wie Sie sagten, auch wenn ich das Messer hätte, das bedeutet nicht, ich hätte es getan. Ich könnte Ihnen helfen. Aber nicht, wenn Sie mich belügen. Warum sollte ich Prentice töten? Ich weiß, dass Sie Ihre Gründe hatten. Also sagen Sie es mir und ich werde für Sie tun, was ich kann. Wir wollten nur zusammen sein. Prentice wollte das nicht halt erlauben. Halt den Mund, Jamie! Hast du gewusst, dass sie vorhatte, deinen Bruder zu töten? Nicht darauf antworten, Jamie. Sie muss ihn erstochen haben, während er schlief. Gleich dort. Und dann geriet deine Mom dazwischen. Ich vermute mal, dass das so passiert ist. Kannst du damit leben? Bist du so eine? Denn es ist eine Sache, Prentice zu töten. Alle wussten, wie er war. Aber deine Mom? Alle liebten deine Mom. Ich wette, sie hat sogar versucht, dich vor Prentice zu schützen, nicht wahr? Natürlich hat sie das. Denn, weißt du, sie war deine Mom. Und vielleicht hast du gedacht, Rosie würde auch versuchen, das zu tun. Okay. Aber kannst du dir sicher sein? Du darfst nicht auf ihn hören, Jamie. Denn du müsstest dir schon verdammt sicher sein, um sie davonkommen zu lassen mit dem Mord an deiner Mom. Es war ein Unfall. Oh, Jamie! Setzen Sie sich hin. Sofort. Sie hatte nicht vor, Mom zu erstechen. Hatte sie nicht. Ach, sind Sie sicher? Ich meine, waren Sie da? Sie wollte sich nur verteidigen. Fluch, Jamie, halt den Mund. Das wolltest du. Das wolltest du. Als mir klar geworden ist, was da passiert ist, war es zu spät. Wir wussten, dass ich die Schuld bekäme, wenn ich unverletzt wäre. Also, hat sie mich auch verletzt. Prentice war ein Raubtier. Er tat Menschen zum Spaß weh. Nur ich nehme an, das macht keinen Unterschied für Sie. Es macht einen Unterschied. Es ändert nur nicht das Gesetz.
Sie möchte nur Hallo sagen. Was denkst du? Du kannst bei mir in London wohnen, wenn du willst. Ich unterschreibe alle Papiere, die du brauchst, damit du einen Pass bekommst. Ich habe sogar ein Schlafsofa. Ich möchte nach Hause fahren. Nach Nigeria. Na, später dann. Du kannst mich besuchen. Oder ich könnte auch dich besuchen. Darf ich dir wenigstens schreiben? Du hattest 18 Jahre Zeit, das zu tun. Meine Familie war gefährlich für Kinder, Sissy. Und könnte ich noch mal die Zeit zurückdrehen, dann würde ich dich wieder weggeben, Sissy. Um dich zu beschützen. Ich habe nur versucht, dich zu beschützen und ich wusste nicht, wie sonst. Das musst du mir einfach glauben. Du kannst schreiben. Ich werde deine Briefe lesen. Sandy, ich habe schlechte Nachrichten. Du bist mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden. Es tut mir wirklich leid. Ich brauche deinen Dienstausweis, deine Zugangskarte, dein Diensttelefon und deinen Laptop. Hast du das gerade erfahren? Nein, gestern. Danke. Danke, dass ich dabei noch mithelfen durfte. Ich weiß, ich sehe echt scheiße aus. Ich bin so müde, dass mein rechtes Auge unwillkürlich zuckt. Also habe ich entweder einen Schlaganfall oder ich muss dringend in mein Bett. Indem ich übrigens die Socken anbehalte und die Ohrstöpsel drin. Na jedenfalls, ich möchte nicht, dass du gehst. Also bleib hier. Wenigstens so lange, bis dir das Geld ausgeht. Wenn du so nett bitte sagst. Wie konnte ich nicht sehen, was vor sich ging? Was für ein Mann er war. Komm schon, du kannst dir keine Vorwürfe machen. Doch, das kann ich. Lass es. Kein Problem. War ja nicht so, als wüsste er nicht, worauf er sich mit mir einlässt. Okay, und was ist mit uns? Was werden wir jetzt tun?
Das weiß ich nicht, Jimmy. Es gab einen Punkt, an dem du dachtest, ich würde dich belügen. Oder nicht? Nur für einen Moment? Das ist schwer zu ertragen. Ich musste dich das fragen, das musste ich. Das ändert nichts an meinen Gefühlen für dich. Auch wenn mein Ehemann ins Gefängnis muss? Oh, ich denke, die haben schon vor einer Weile damit aufgehört, Frauen zusammen mit ihren Männern zu verbrennen. Ach, wirklich? Ja. Ich dachte, die würden das hier immer noch tun. Wikinger und so weiter. Wenn man das tut, was du tust, ist es wohl besser, wenn man allein ist. Vor allem hier, wo jeder jeden kennt. So empfindest du das, nicht wahr? Es geht nicht um die Vergangenheit, sondern um das Jetzt. Du sollst abseits vom Rest von uns sein. Jetzt gib es schon zu, Jimmy, weil es deine Entscheidung ist. Komm morgen Abend vorbei, ich koche dir was Schönes. Ich fürchte, das ist keine gute Idee. Also, du willst das immer noch durchziehen? Ei. Ich bin nicht mehr ein Teil von all dem hier. Das ist doch nicht wahr. Ich mach dir nichts vor, Duncan. Dir bei deinem Leben zuzusehen, ist als würde ich Schottland zusehen, wie es versucht, sich für die WM zu qualifizieren. Es ist frustrierend, oberpeinlich. Und manchmal qualvoll. Aber ich lebe im Grunde in der Hoffnung, dass du es letzten Endes doch schaffst. Wie viele WMs bleiben uns denn noch in unserem Alter? 3? Jetzt hör aber auf. Wir haben noch 6 oder 7 vor uns. Das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Du bist Optimist von Hause aus. Geh nicht. Verkaufe nicht an Benson. Ich werde dir das Geld für das Bistro geben. Was? Irgendwas muss ich ja mit dem Geld machen, das ich gespart habe. Hör zu. Ich hab eine künstlerische Darstellung, die du dir ansehen kannst. Ein Moodboard, du solltest dir ansehen, worin du investierst. Ja, das sehe ich mir später an. Soll ich uns nicht vorher eine Pizza oder sowas bestellen? Ja, das wäre toll, Mary. Ist nicht der Rede wert, Friend.